Hallo Pilzfreunde, heute ist wieder mal Mittag und wir haben ein paar Minuten Zeit, genau etwa eine Stunde, um einen neuen Wald, der ganz nah meinem eigentlichen Hauswald ist, zu erkunden. Ihr seht, es ist furztrocken hier, das Wetter spielt verrückt, wir haben jenseits der 35 Grad, aber da seht ihr was im Hintergrund. Meine neue, ja sozusagen Stelle, die wir jetzt erkunden wollen, da gibt es Rohrkolben und wo die sind, da ist Wasser. Und jetzt schauen wir mal, ob es Pilze gibt. Und hier schiebt sich wieder ein kleiner Täubling aus dem Boden. Ihr seht, nun hat uns auch hier die Trockenheit richtig ereilt und es ist wirklich nicht mehr richtig feucht. Es gibt eine gewisse Restfeuchte im Boden. Das reicht noch, dass hier manche Pilze wachsen können. Aber natürlich die nächsten Tage ist richtig heißes Wetter angekündigt und wenig Regen oder gar keiner. Deswegen bleibt es für die Pilzsammler ein Challenge, aber wir sehen, dass wir natürlich immer etwas finden können. Die splitternden und hellen Lamellen hier, so ein bisschen leicht gelblich, aber eher noch ins Weiße, deuten hier auf den häufig vorkommenden fleischroten Speisetäubling hin. Die Hutfarben sind durch die Trockenheit etwas außergewöhnlich dunkel, normalerweise etwas heller hier. Man sieht aber auch wenn der Hut sehr trocken ist, den etwas verkürzten Hutrand. Zur Sicherheit an dieser Stelle mache ich die Täublingsprobe, nachdem ich klar weiß, oh, der ist wirklich fest, der Hut, der ist schon ganz schön angetrocknet. Pilzproben bitte immer ausspucken und natürlich nur durchführen, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass ihr es mit Pilzen zu tun habt, die essbar sind. In dem Fall ist es ein essbarer Täubling und er kommt mit in den Korb. Und heute nehmen wir uns wieder, wie immer, ein paar frische Austernseitlinge mit. Das hier ist der Sommeraustern-Seitling. Ihr kennt ihn aus meinen Videos. Wir sehen hier schöne Stiele und die herablaufenden, ja, hier Lamellen an den Stielen. Und die nehmen wir uns auch noch mit, die hier ganz frisch wachsen. Und hier hat der Nachwuchs einen Pilz entdeckt, wie man sich das vorstellt. Das hast du super gemacht. Wir sehen schon hier die rötlichen Farben und wir sehen, ja, hier die Reste von der Hülle auf dem Hut. Hier die weißen, hier am Rand. Die roten Farben im Hut verraten sehr, sehr eindeutig und wir machen ihn immer schön frei. Das ist ein Wülstling und wenn man die anschaut, ist es ganz wichtig, dass man sie richtig bis, und ihr seht, ich grabe hier fast drei, vier, na ja, noch mehr, schaut mal, bis wo mein Daumen ist. Ja, ich mache das bitte. Wir müssen, guck, schau her, wir müssen den komplett entfernen, dass wir unten den Ansatz des Pilzes mitbekommen. Weil das ist wichtig, dass man, schau, na warte, lass mich das bitte machen, darf ich es dir erklären? Schau her, weil man hier ganz klar sehen kann, die rötlichen, ja, wunderschönen Farben. Auch hier, wir sehen die geriefte Manschette, natürlich einen Blätterpilz und die rötlichen Farben im Hut. Das hier ist natürlich etwas aus der Vergattung der Knollenblätterpilze. Und wir sehen hier natürlich keine Bergsteigersöckchen, eine wunderschöne Knolle und die Farben. Das ist natürlich der erste wirklich schöne und frische und wie es aussieht wenig madige Perlpilz. Fantastisch. Das freut mich besonders und du hast was ganz Tolles gefunden. Und hier ein wunderschöner Farbklecks. Ihr seht schon die roten Täublinge. Das ist so eine Sache. Natürlich gibt es essbare darunter. Aber der, ihr seht, ich habe hier einen Rand gekostet. Mache ich normalerweise nicht, aber ich wollte es für euch heute mal machen. Ja, was soll ich sagen? Furchtbar, scharf, ein Buchenspeitäubling. Aber einfach schön. So, Pilzsammler. Und ihr wisst, ich habe eine Stelle, die liegt mir am Herzen. Da wachsen ganz neue, wunderschöne Königsröhrlinge. Hier in dem Wald gar nicht selten, wie man sieht. Aber die sind ganz knackig und ihr seht richtig fest. Leichter Trockenschaden. Normalerweise ist der Hut mehr purpurn. Aber ihr seht diese wunderschönen gelben Stiele. Dieses purpurne zusammen mit diesem wunderschönen leuchtenden Gelb. Zwei wunderschöne Pilze. Und wie ich schon erwähnt habe, bei den Funden davor. Das ist eine streng geschützte Art, die im Wald verbleiben soll. Und deswegen, und weil hier auch viele Pilzsammler leider unvernünftig sind und die letzten, die ich euch gezeigt habe, gepflückt haben, mache ich die hier schön zu, in der Hoffnung, dass sie weiter aussporen können. Schließlich wollen wir alle die Pilze bewahren und den Wald. Und ich bitte euch, streng geschützte und gefährdete Pilze mit Sammelverbot nicht zu sammeln.
Und auch wenn wir durch Trockenheit hart geschlagen sind, ein Pilzsammler gibt niemals auf. Und ja, man kann einen gezeichneten Pfifferling finden, aber der ist wirklich schon fast ein trockener Pfifferling. Das war mal, oder vielmehr ist immer noch, auch wenn schon fast völlig getrocknet, ein blassender Pfifferling, der natürlich hier in der Natur bleibt. So, und hier, Pilzfreunde, was soll ich euch sagen? Da findet man doch plötzlich im trockenen Wald einen leuchtenden, grünen Punkt. Und der leuchtet so richtig giftig grün. Das ist ein Täubling, das sieht man schon. Der ist weich, der ist fest, der ist nicht schlecht. Der wackelt auch noch nicht, der Stiel ist nicht hohl. Und wir nehmen den ganz unten raus. Ich zeige euch gleich, wieso. Der hat einen langen und dichten, dicken Stiel. Und jetzt sieht man gleich, hier seht ihr das. Wunderschön und relativ kräftig im Habitus. Wir werden gleich sehen, die Lamellen sind relativ biegsam. Ja, naja, gut, sie splittern, aber verschmieren so ein bisschen, wie man sehen kann, nochmal. Ja, also sie brechen nicht direkt raus. Er ist älter, ne? Das sieht man auch schon, also so 2-3 Tage hat er schon. Und dann sehen wir hier etwas, und das ist natürlich, das ist etwas untypisch hier, so ein bisschen der Trockenheit geschuldet. Aber wir sehen hier die Felderung. Und dann haben wir hier eine grüne Hutfarbe. Und wenn wir uns das hier anschauen, ich versuche euch das zu zeigen, hier, wie so Punkte, wie so grüne Felder, wie so eine Landschaft, wie so ein Feld von oben durchfurcht und durchzogen. Das hier ist natürlich mein Lieblingsspeisepilz. Wir können mal schauen hier unten, ob er matig ist. Der ist perfekt, schaut euch das an. Das ist der grün gefelderte Täubling und der ist mal richtig grün, dem Alter etwas bedingt. Öfters ist er auch so weiß wie hier am Anfang. Ein wunderschöner Täubling, ein fantastischer Speisepilz und in der Tat mein liebster Speisepilz. Mild, nussig, aromatisch, toll. Wer hätte das gedacht bei 30 Grad und riesiger Trockenheit. Und hier schiebt sich wieder ein alter Bekannter aus dem Unterholz. Ein ganz frischer Pilz, ein Täubling natürlich, ist jetzt gleich. Und bekanntermaßen, ihr seht es auch schon hier, typisch für den Bereich an dieser Stelle, das sind unsere Rotstieltäublinge. Wir sehen hier, naja, ein bisschen untypische Farben. Oft sind die Stiele etwas mehr rot überlaufen. Bei dem Exemplar ist es allerdings schon mehr wie gewöhnlich. Manchmal ist es hier oben auch nur eine rote Manschette. Ich tue ihn mal hin, dass ich ihn besser sauber machen kann. Die kenne ich hier, die brauche ich auch nicht immer wieder probieren. Die sammeln wir schon seit vielen Jahren an den Stellen. Wir sehen, der ist frisch und ein bisschen aufgeplatzt, aber noch gut und noch knackig. Der darf mit. Und hier zeigt sich, wenn ein Perlpilz nach draußen kommt, dann ist er meist nicht allein. Und das ist interessant, hier richtig schöne mustergültige Exemplare, ganz klein und frisch. Der war vor 3-4 Tagen noch nicht da. Perlpilze immer bitte vollständig entnehmen, der Rest ist hier am Boden. Aber das ist ein bisschen dem Pilzmaden geschuldet. Wir sehen die roten Faßstellen und damit sicher als Perlpilz zu erkennen. Dann brechen wir ein bisschen was raus. Und sehen, das setzt sich Gott sei Dank nicht ganz so extrem fort. Und wir sehen die wunderschönen Hüllreste auf dem Hut, die sich gerade öffnende Hülle, die dann, schauen wir mal, ob man das schön sehen kann, ist eine geriefte Manschette wird. Also, die Hutfarben fantastisch schön. Der nächste Perlpilz. Das geht jetzt los, das freut mich. Ich mag den gern als Speisepilz. Und hier zeigt sich, dass sich eine gewisse Hartnäckigkeit schon bezahlt macht. Hier sehen wir unter dem Reisig einer Fichte einen weiteren Pilz. Da gehen wir jetzt mal drauf zu. Von der Entfernung kann man schon sagen, es ist ein Täubling. Schauen wir uns mal an, was das für ein Kamerad ist und ob man damit... Ja, es ist ein Täubling. Aber der hier ist ein bisschen atypisch. Und die weißen Täublinge, das ist nicht ganz mein Fall. Die lassen wir hier stehen. Die bevorzuge ich ohnehin nicht. Und ja... Pilze, die man nicht wirklich für Sammelzwecke hier sammelt, die möchte ich auch gar nicht kosten oder kaputt machen. Wir suchen weiter. Das ist was, das bleibt im Wald und darf mit den Bäumen weitere Pilze bilden, die dann mit Mykorrhiza hier hoffentlich den trockenen Wald ja ein wenig zu retten vermögen. Wir sehen, der Wald sieht zwar schön aus, aber der Borkenkäfer und die Trockenheit schlagen hier wirklich hart zu im Süden Deutschlands. So, und immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann kommt ein Pilz daher. Und auch hier wieder, oh, der hat natürlich schon zu viel Trockenheit erlebt. Hier im Wald, es ist einfach wirklich trocken. Aber wir sehen, aufgeben braucht man trotzdem nicht. Das ist ein alter Perlpilz, den lassen wir stehen. Aber wenn wir weiterschauen, es gibt halt auch Pilze, die lieben diese extreme Hitze und diese Wärme.
Und schauen wir mal, was wir da entdeckt haben. Das sieht interessant aus. Das ist fest. Wir sehen einen ganz leichten Trockenschaden. Jetzt lass uns mal raten. Wir sehen weiße Milch, die hier austritt. Da ist sie auch schon. Und wenn wir sie rumdrehen, sehen wir diese wunderschönen Farben auch am Stiel. Und das ist natürlich ein weiterer Milchbrätling. Übrigens ein Pilz, der zu den Heil- und Vitalpilzen gehört und ein sehr, sehr interessanter Pilz ist. Roh essbar und wenn man dran riecht und insbesondere hier an den älteren verletzten Stellen sieht man dann solche Dunkelfärbungen, einer der wenigen Pilze im Pilzreich, die einen heringsartigen Geruch aufweisen oder einen leicht fischigen Geruch. Die Milch klebt zudem relativ stark an den Fingern. Das ist auch der sogenannte Brätling oder Milchbrätling und wie der Name schon sagt, der möchte angebraten werden und schmeckt sehr, sehr lecker. Ein fester, toller Pilz und ich freue mich, dass er wieder da ist. Und hier drückt sich wieder aus dem Gras und dem Moos, wo es etwas feuchter geblieben ist, ein wunderschöner Pilz heraus. Ich lasse den hier groß werden und werde ihn jetzt nicht entnehmen. Die kennen wir hier zur Genüge und wer meine Videos mitverfolgt, der kennt sie auch. Das ist ein Pfeffermilchling, ein langstieliger Pfeffermilchling und ja, den müssen wir hier nicht verletzen. Ja, den kann man aber nicht essen. So, ich zeige das nochmal hier, dass er entsprechend, ja man sieht es ja schon ein bisschen an meinen Fingern weiße Milch abgibt. Aber der Bursche bleibt hier. So, Pilzfreunde, hier haben wir doch etwas Interessantes entdeckt. Wir sind in einem Nadelwald, durchsetzt mit Buchen. Und den nehmen wir mal raus, etwas tiefer. Und das hier ist natürlich, wir sehen es schon, einer der Raufußröhrlinge. Das ist hier durchaus interessant, weil in den Buchenwäldern kommen hier einige Raufüße vor. Man kann es jetzt bei dem nicht mehr richtig sehen. Es könnte möglicherweise ein Hainbuchen-Raufußröhrling sein, aber das ist etwas untypisch. Da wäre natürlich vom Hut normalerweise etwas ja, gewellter, gepockelter. Die Lamellen quellen hervor. Also definitiv erschwärzt, wie man sehen kann, einer der Raufußröhrlinge, die ich jetzt hier nicht näher bestimmen kann. Ein essbarer Pilz. So eine Sache vom Speisewert, ganz einfach deswegen, weil die eben die Xerocomsäure enthalten, wie viele dieser Raufußröhrlinge. Eine Säure, die sich zersetzt bei Hitze und die Pilze müssen durcherhitzt werden, denn sie sind unverträglich. Insbesondere, wenn es draußen ja, so Temperaturen hat wie hier und man sieht, so ein bisschen eingerissene Huthäute hat. Da sieht man die Farben oft nicht mehr so, aber der Gehalt an diesen Inhaltsstoffen, also dieser Xerocomsäure, der ist schon recht hoch. Ähnlich wie bei den gelben Raufüßen, die man ohnehin nicht essen sollte, bedeutet das, dass die beim Erhitzen auf etwa 65 Grad nach einer Viertelstunde zerstört werden. Man kann das auch riechen. Wenn ihr mal eure Nase so richtig über den Topf haltet, nehmt man gern einen so eine Art medizinschrankartigen bis hin zu beißenden, chlorartigen Geruch wahr. Das sieht man insbesondere hier bei den Pilzen hier in der Heimat, die wir hier drin haben, bei denen hier auch. Man kann das richtig riechen, inwieweit diese Inhaltsstoffe schon abgebaut sind. Ich werde hier nur ein oder zwei mitnehmen. Ich zeige euch gleich noch einen. Und der Grund ist, da sonst der Geschmack uns persönlich zu penetrant ist. Aber eins, zwei in der Mischpilzpfanne, das ist okay. Und gleich hier drüben, schauen wir mal, die stehen immer in Gruppen, steht schon wieder einer. Der ist recht groß, interessant. Schauen wir mal, ob es ein Raufuß ist. Ich würde das mal erwarten. Den machen wir erstmal ein bisschen frei. Ja, man merkt, wenn man den Stiel schon anfasst, dass es ein Raufußröhrling ist. Und oh, der ist was älter. Der darf hier bleiben. Der darf natürlich weiter aussporen und für Nachwuchs sorgen. Der ist schön, der ist zwar noch fest und knackig, aber die Kameraden, die lassen wir hier. Und einen am Essen, das reicht uns. Schauen wir mal weiter. Und ihr, ein wunderschöner Schmetterling. Nun, mein Zoologiestudium ist schon viele, viele Jahre her, aber schauen wir uns das mal an. Ich weiß gar nicht mehr sicher, was es ist. Vielleicht wisst ihr es und könnt es mir sagen. Vielleicht ist es ein Kaisermantel. Schmetterlinge, die also sozusagen hier gar nicht so selten sind, da sie ihre Raupen in der Nähe von ja, Veilchen ablegen und wo dann die entsprechenden Eier an die alten Kiefern gelegt werden. Ja, vielleicht postet ihr es mir einfach mal in den Kommentaren. So, Pilzfreunde, die Zeit vergeht wie immer im Wald, wie im Nu, ihr wisst das. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns wieder begleiten würdet und wenn ihr uns vielleicht einen Daumen hoch dalassen würdet, wenn es euch gefallen hat natürlich nur, oder wenn ihr unseren Kanal abonnieren tut. Wir versuchen euch, auch bei der Hitze und bei der Trockenheit, die nicht unbedingt so schön ist für Pilzsammler, trotzdem zu zeigen, dass es Pilze gibt und die Hoffnung nie sinken zu lassen. Wir versuchen euch immer mit neuen Funden hier aus diesem wunderschönen Wald und aus unseren neuen Wäldern, die wir entdecken, zu versorgen. Daher wäre es wirklich schön, wenn ihr unser ehrenamtliches Arrangement auch würdigen würdet. In dem Sinne möchte ich euch noch ein paar Bilder zeigen und dann
muss ich sagen, leider, man muss Geld verdienen. Bis dann und bis bald im Wald. Und hier, Pilzfreunde, seht ihr ein klassisches Pilzgericht, gebratene Pilze der heutigen Tour. So, wir beenden nun unsere Pilztour. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lass uns doch bitte einen Daumen hoch da und abonniere unseren Kanal. Du kannst auch weiterhin hier unter dem Playlist Pilze, unglaubliche Pilze, noch viele weitere tolle Videos von uns finden. Und unter der Playlist unglaubliche Rezepte zeigen wir dir gern, wie wir die Austernseitlinge und noch viele andere Pilze zubereiten. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal.